Mit jedem Lebensmittel, das wir zu uns nehmen, und sei es auch noch so wenig belastet, summieren sich mit der Zeit die Becquerel. Wenn insgesamt 80.000 Becquerel Cäsium-137 zusammengekommen sind, wirkt auf den Organismus eine Strahlenbelastung von einem Millisievert. Zum Vergleich, die natürliche Strahlenbelastung, der der Mensch überall auf der Erde ausgesetzt ist, entspricht in Deutschland einem Mittelwert von bereits 2,1 Millisievert pro Jahr. Ein Fernstreckenflug von München nach New York schlägt mit 0,1 Millisievert zu Buche. Eine vergleichsweise hohe Strahlenbelastung erfährt der Körper bei der Computertomographie in etwa zwischen 3 und 10 Millisievert, je nach gescanntem Körperteil. Wie stark sind also die Auswirkungen von Tschernobyl heute noch für uns in Deutschland? Es entspricht die Strahlenbelastung durch Tschernobyl in etwa der Strahlenbelastung durch natürliche Quellen während 2 Jahre.